So, weiter geht die Reise. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. So, genau. Wir machen heute weiter mit unserem Freund. Darum neuen Verbündeten, wie auch immer. Ich muss mir gerade gucken, wie ich hier weiterkomme. Hier hoch wahrscheinlich. Ich hab's dir gesagt, dieser Scheißhaufen Enzo verrät uns. Halt die verdammte Fresse. Und jetzt begraben. Schau gleich nehmen. Das Arzt hat die beste Nachricht. So, zwei tot. Weiter geht die Reise. Haben wir klar, dass wir auf mehr kommen. Verdammt, ich kann mich nicht bewegen! Suche Schutz! Ach, du kannst. So, der ist tot. Zu spät, um abzuhauen, Junge! Mit dir jetzt nicht verkacken hier. Ich hab eine Kugel abgekriegt. So, weiter. Zerleg das Arschloch in Einzelteile! So, Step by Step auf jeden Fall. Den hat auf jeden Fall geholt. Drei Leute noch. Soll dir ein schönes Land sein. Wenn du auf verkackte Reisfelder abfährst, dann hol dir ein One-Way-Ticket. Für mich gibt's nichts Beschisseneres. Du warst offensichtlich noch nicht. So, zweimal noch. Sind hier hin? Voll erschrocken gerade. Was ist er denn? Der eine noch. Naja, dann mache ich eben kurz eben das Ding fertig. So, dann haben wir das. Ich habe das blöde Gefühl, dass mir gerade im Let's Play tatsächlich eine Folge fehlt. Da oben ist der! Entkommen aus dem Steinbruch. Komm, wir nehmen das Auto hier. Ich habe das blöde Gefühl, dass tatsächlich eine Folge fehlt. Wo ich wieder zu schnell war. Scheiße. Na, zufrieden? Alter, ich bin begeistert. Na, wir sollen Auto fahren. Dann soll das auch. Dann leiste ich deinen finanziellen Beitrag zu deinem Vorhaben. Das Tor ist blockiert. Aber ich wette, wir können durchbrechen. Was ist mit dem Bahnhof? Den Tunnel. Das ist deine Entscheidung. Munition ist alle! Das hat bestimmt weh. Adios, bye bye. So, wir sollen mal Kampf mit der Männer schütteln. Ihr könnt mich nicht killen! Ich bin die Kakerlake! König Kakerlake! Oh. Ah, scheiße! Wo war ich? Ach ja! Ich bin die Kakerlake! König Kakerlake!
Enzo, entspann dich, Junge. Die können dich noch nicht mal hören. Reißt ihnen die Augen aus! So, haben wir einfach mal ganz kurz die Männer, die Jungs da weggeholt. Oh, einer kommt noch hinterher. So. So, wissen wir uns hoffentlich. Scheiße, ich habe echt tatsächlich eine Folge vergessen zu machen. Scheiße, das kackt mich gerade an ein bisschen. Den ersten Teil quasi dieser Folge hier. Wo soll ich dich absetzen? Oh, perfekt. Ich hab da so ein Mädel, Henrietta, ist im Karussellhotel abgestiegen. Ich glaube, ich hab mich vollgepisst. Ja. Scheiße, wo war ich? Ach ja. Ich hab da so ein Mädel, Henrietta, ist im Karussellhotel abgestiegen. Scharf wie eine Rasierklinge. Hab eine Notfalltasche bei ihr gelassen. Sollte alles Nötige drin sein, um klarzukommen. Na, dann bist du ja versorgt. Du weißt, dass Sammy stolz wie Oscar auf dich war, oder? Nicht nur wegen der Kriegsscheiße und so. Auch deswegen, wie du dich durchs Leben gekämpft hast, bevor du zu ihm kamst. Wie du auf Alice aufgepasst hast. Und wie du Perla geholfen hast, als sie krank war. Er hat dich bewundert. Vergiss das nicht. Der scheiß Alice hat Penner gegen Sammy. Die Gegner, das war gerade mal Gegner sind. So. Wunderbar. Stab der Enzo Conti abgeschlossen. Hast dir ja wieder schön Zeit gelassen, Mann. Wenigstens ein vernünftiger Motherfucker in Marcanos Crew. Enzo Conti ist übergelaufen. Niemand bewegt irgendwas durch Barclay Mills, ohne uns zu bezahlen. Okay, der Distrikt ist also 50-50 aufgeteilt. Seien wir ehrlich, es wird dort wahrscheinlich so oder so gut für dich laufen. Trotzdem hätte ich ihn gerne ganz. Der Großteil der Stadt und die Hälfte dieses Bezirks werden bereits von mir überwacht. Grund genug, mich ganz offiziell hier das Tagesgeschäft verwalten zu lassen. Ich weiß nicht recht, woran ich mit dir bin. Neulich sollte ich dir einen Bezirk sichern und dann hast du ihn mir wieder abgenommen. Und dann höre ich nichts von dir, bis ich hier aufkreuze. Aber noch können wir verhindern, dass das weiter mit uns in die falsche Richtung läuft. Wer soll's denn nun sein? Wenn du mich jetzt auflaufen lässt, komme ich mir vor wie so ein Mongo. Burke. Dieses Gebet geht an die Iren. Ist doch nicht so schwer. Wenn du mir den Bezirk nicht geben willst, lass ihn nicht von mir erobern. Und was bitteschön soll ich deiner Meinung nach meinen Leuten sagen, die ihr Leben für dich riskiert haben? Vergiss es. Da gibt's nichts zu sagen. Das ist nicht zu rechtfertigen. Na schön, Junge. Bedeutet mir viel, was du hier machst. Aber ganz ehrlich, in Zukunft muss schon mehr für mich abfallen. Reden können wir später. Verschwinden wir. Ich hatte gedacht, jetzt Cassandra, die haut jetzt ab. Aber Gott sei Dank hat es nicht getan.
Ja. Okay. Danke. Gut. Dann wäre es das für heute gewesen wieder. So, dann meine Autolieferdienst freigeschaltet. Warte, ich will kurz die Munition, die Dings holen. Nun, der Einzelkonto, die Fliege gemacht hat, kannst du dich auf den Weg zur Fiskofiz machen und dich um Zelskapo Bolivia Marcano kümmern. Okay. Durch das Tommy und Lou verhindert sind, die Tod spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ich hätte lieber die letzte Bastion von Zels als die Verbrecher im Herumschau. Elise und Marcano hat nichts mehr zu lachen. So. Ich habe mit Peter Melli reden. Schön. Gute Nacht. Gut, dann habe ich das auch wieder erledigt. Ich habe jetzt wieder 4. Und dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's hoffentlich dem letzten Teil. Wie sieht denn unsere Abschlussliste aus mittlerweile? Oh, das ist gut. Das ist, Enzo Conti ist weg. Gut, also der ist nicht tot, aber weg. Und es fehlt da quasi nur noch Olivier Marcano und dann hätten wir es geschafft fast. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Tschüss.